Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Wir sehen an dem Hintergrundbild jetzt schon, dass wir die neue Patch-Version jetzt hier spielen. Ne? Und die hat sich auch ein bisschen wieder einiges geändert, Leute. Unter anderem auch ein bisschen so Loot-Kram und so. Und vielleicht sehen wir heute auch, ja, die Auswirkungen. Bin gespannt. Hoppala. Hoppala. Sitze ich hier auf dem Auto. Aber das Auto ist noch da, das ist gut. Naja, geknackt ist es nicht. Wunderbar. Wo sind wir denn hier, Leute? Lass mal eben kurz gucken. Da sind wir. Wir könnten theoretisch mal die Tasche eben leer machen, ne? Damit wir wieder ein bisschen mehr Zeug zum Looten haben. Oder Platz halt zum Looten haben. Vielleicht finden wir ja nochmal ein bisschen vernünftige Symptome hier. Ja, 05 lässt auf sich warten. Ist doch nicht schlimm. Vergessen wir erstmal, sag ich ja, ne? Also entspannt euch. Und wir machen das halt ganz einfach. Wir lassen uns dann überraschen, wenn es soweit halt ist. Schmodderdose hier, ey. Was ich immer für Klöderkram einsammle. Ja, Leute, entschuldigt bitte. Ich muss dazu sagen, der eine oder andere weiß es ja vielleicht noch gar nicht. Ich habe ja ab und zu hier so Livestream und so. Deswegen ist das jetzt hier für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend, warum ich jetzt gerade hier jetzt bin und so. Ja, ist wirklich so, ne? Also ich habe da eine Menge wieder gespielt im Livestream und dann geht die Zeit halt so und du wechselst den Ort. Alles ist anders, damit ihr Bescheid wisst, ne? Ich habe da nicht geschummelt oder was weiß ich was, sondern ganz normal gezockt mit euch Arbenz. Und wenn ihr auch Bock habt mitzuzocken, dann muss ich erstmal das Mikrofon ein bisschen weiter weg machen. Dann könnt ihr natürlich auch ganz gerne mal vorbeischauen abends meistens, ne? So. Beim kurz fresh machen. Ja, ich komme eigentlich gerade von dem Bunker da unten, aber es interessiert mich doch tatsächlich ein bisschen auch. Ja, ob es da jetzt irgendwie neue geilen Loot gibt, jetzt irgendwie oder was weiß ich was. Ja, also das Ding ist auch, wir haben mit Handschuhe jetzt Schwierigkeiten, Schlösser zu knacken. Immer Handschuhe ausziehen. Es sei denn, ihr brecht irgendwo ein bei anderen Spielern, dann müsst ihr Handschuhe anziehen. Ja, weil, wegen Strom halt, ne? Lucius, ich kriege seit 2 Tagen bekomme ich überhaupt keine Punkte. Ich kriege seit 2 Tagen bekomme ich überhaupt keine Punkte, köstlich. Hab jetzt wieder 10 Zombies gekillt und ich kriege einfach keine Punkte. Luci, Lucius, Mensch, was ist los mit dir? Hör auf zu jammern! Ui! Siehst du, du bist schuld. Weil ich mich gerade über den Text ein bisschen amüsiert habe. Ich bekomme bei Zombies auch wenig Punkte. Das liegt daran, weil du das geskillt hast. Survival oder irgendwie sowas, ne? Und dann kriegst du weniger Punkte. Nee, Survival ist es, glaube ich, noch nicht mal. Das ist deine Waffe. Du musst die Waffe wechseln, Junge. Lucci, wechsel die Waffe. Nimm eine Waffe, die du überhaupt nicht kannst. Und wenn du damit einen Zombie angreifst oder killst, dann kriegst du richtig viel Punkte. Ja, das ist das System. Ich spiele jetzt seit 2 Tagen und habe insgesamt 10 Punkte. Und mein Squadmate 300. Pass. Da kann was nicht stimmen. Da stimmt auch was nicht. Und zwar stimmt dein Erfahrungsschatz nicht, Minion. Aber das wirst du alles gewahr. Ich glaube, der ist ein Neubau-Scam. Woher soll man auch das alles wissen? Ist halt so, ne? Also, ich fahre jetzt nochmal hier in den Süden rein. Im Livestream war ich jetzt hier bei dem Bunker. Ich hoffe, da ist jetzt kein Spieler oder sowas. Das wäre ganz geil, weil ich will das nochmal ein bisschen testen. Wir haben den Loot ja ein bisschen angepasst. Wir haben die Zombies nochmal ein bisschen dran gearbeitet. Und ja, das ist ein stetiger Prozess, Leute. Also das kann sich immer mal wieder ändern, damit ihr Bescheid wisst. Ne? Also ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden, wie ich das Ganze gerne so hätte. Das werden wir dann gewahr, wenn es soweit ist. Wo ist denn hier die Brücke, Mensch? Rico Driver, wo hast du am wenigsten Skill? Mach mal genau das dann. Ja, er sagt schon, Dankeschön, Rico Driver. Helft euch hier gegenseitig ein bisschen, ne? Gerade auch die Neuen und sowas, die schlackern dann schnell mit den Ohren. Und wir wollen ja nicht, dass die Lust am Spiel verlieren oder sowas. Einfach nur, weil die... Oh, shit. Mist. Ey, ich hab auch eine Drecksbremse. Ich hab zweifache Bremse. Ja, ist zu spät, ne? Rein in den Sumpf. Ja, ist gar nicht so schlimm gewesen, Gott sei Dank. Also wenn die das Wasser mal einstellen, dass es gefährlich wird,
dann ist es natürlich heftig jetzt, ne? Aber so schnell kann man da irgendwie reinrutschen. Und Wasser ist immer tödlich für Autos. Ja, zweifache Bremse heißt, du drückst S und hier Leertaste gleichzeitig. Hier das Leertaste, das ist Handbremse, ne? Ah, ich kann es immer schlecht zeigen, Alter. Weil der scheiß Skill hat. Und das ist S. S ist langsam. Das ist Leertaste. Ja, sieht man nicht beides. Und beides zusammen ist halt die stärkste Bremse, die du haben kannst. Aber ich bin trotzdem halt abgesoffen. Ist halt so, ne? Ja, Luigi, ich guck mal, ich kriege auch nicht viel Punkte. Aber ich kann zum Beispiel nicht so Auto fahren. Ich habe nichts in Autofahren geskillt. Deswegen, habt ihr gesehen, da kam gerade ein Punkt dazu. Der levelt im Hintergrund und du kriegst immer Punkte. Du brauchst nur spielen, brauchst gar nichts machen. Wenn du jetzt unbedingt sofort Punkte haben willst, dann musst du, wie das Rico 3 was schon gesagt hat, eine Sache machen, die dein Charakter nicht kann. Du musst immer Sachen machen, die du nicht kannst. Dann levelst du. Ne? In Jung. Da. Ich fahr mal lieber hinten rum, ne? Ah, hier ist noch ein schöner Buschi. Die Bremse ist aber echt zu langsam. Also normalerweise müsste die Dollar sein, finde ich. Das Aussteigen ist mir auch zu langsam. Ja, ich glaube, wir haben es noch früh morgens auf dem Server. Wie viele Spiele haben wir? Um die 20 rum, das ist gut. Aber auch gefährlich für uns, nicht wahr, nicht, liebe Leute? Wir nehmen mal das Schwert. Im Stream habe ich hier lecker Essen gefunden. Jetzt ist hier gar nichts. So, komm mal her, hier. Wann kommt der Knochen zum Hund? Ah. Nur gucken, nicht anfangen. Mach mich sauber hier. Mach mich nicht sauber, Junge. Gibt's hier eine Doppelschelle? Geht ganz schnell, mein Junge. Weißt du? Hier mach ich Hackfleisch. Griffel weg. Sitz! Und so müsst ihr mal ein bisschen kämpfen lernen. Das hat auch den Hintergrund. Ausweichen? Ausweichen? Ja, guck, jetzt ist es zu spät. Jetzt lässt er mir eine Pause, das ist immer ganz nett. Brauche ich aber eigentlich nicht. Als geübter Kämpfer brauchst du keine Pause. Bei dem Schlag, da bleibe ich immer an dem Monster dran, weil er den Doppelschlag macht. Da müsst ihr gucken, wie die Bewegung des Charakters ist, ne? Ansonsten geht die Ausdauer natürlich extrem schnell immer runter im Nahkampf. Deswegen mache ich einen Schritt nach hinten und bleibe einen Augenblick stehen. Dann hat der Zombie Zeit, eine Aktion zu machen, mir zum Beispiel entgegenzulaufen oder wie auch immer. In der Zeit tanke ich ganz schnell Ausdauer auch immer, ne? Und du fängst ja nicht gleichzeitig eine von dem Typ halt, ne? Also eigentlich ist es unnötig. Man, gegen einen Zombie alleine ist das überhaupt kein Problem. Wenn er dich dann trifft, ja, dann hast du halt nicht aufgepasst irgendwie, ne? Muss man ja auch mal sagen, ne? Nobody is perfect. Aber deswegen solltet ihr das ruhig mal gerne trainieren. Das macht dann auch Spaß. Es spart unheimlich Munition. Behaltet eure Munition einfach für wichtigere Sachen. Notfälle oder andere Spieler. Und dann seid ihr auch hier schön leise unterwegs, ne? Was habe ich gesagt? Den Loot habe ich ein bisschen erhöht. Ich merke davon nichts. Das ist ja gar nichts. Hat der Patch das so weit runtergedreht? Ich weiß es nicht. Manchmal wirkt das ja alles da so sich so, ne? Oder ist hier ein Spieler? Die Tür offen? Man munkelt, Freunde, man munkelt. Ich hoffe, dass hier jetzt keiner ist. So, das war ein Doppelschlag. Habt ihr gesehen? Den haut der anders. Da müsst ihr mal drauf achten. Und wieder zurück. Tanken, hauen und hören. Tanken, hauen und Doppelschlag. Und wieder zurück. Hauen. Hinter. Zurück. Warten. So, jetzt macht ihr gleich wieder einen Doppelschlag. Hup, zurück. Hup, zurück. Ihr könnt das immer ausweichen. Seht ihr das? Das ist gar kein Problem. Also ihr braucht nur einmal zurückgehen. So, wieder hin. Doppelschlag. Und Zombies down. Einmal V drücken, ganz entspannt bleiben, Leute. Ausdauer ist auch wieder 90%, das geht rucki-zucki. Also, man muss es eben nur lernen. Ich will es den Leuten nur noch mal irgendwie ein bisschen erklären und zeigen hier, für die, die da vielleicht noch Probleme haben mit dem Nahkampf halt, ne? Jo! Es ist aber natürlich auch skillabhängig, um Gottes Willen. Also, wenn ihr jetzt ganz langsam haut, dann habt ihr halt eine andere Waffe. Oder halt, ihr seid mit dem Skill nicht so, ne?
Es kommt auch drauf an, wie du dich selber skillst. Von der Stärke her und sowas, ne? Also das ist natürlich also komplett auch skillabhängig, wie gesagt. Wo ist der denn? Ist der unter mir oder was? Die sind wahrscheinlich alle unter mir, ne? Im Bunker drin, ne? Deswegen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist noch ein bisschen blöd vom Spiel gemacht. Die unter mir im Bunker da, die sind so tief. Wieso hören die mich? Wieso reagieren die jetzt auf mich? Das ist für meine... Also für meine Empfinden ist das eine... Ist das ein Fehler im Spiel, ne? Mag ich nicht. Soll abgestellt werden. Entwickler? Hör auf damit. Dann müsst ihr auch rechtzeitig drücken halt, ne? Rechtzeitig drücken. Ihr braucht immer Zeit zum Ausholen. Meiner auch, deswegen. Ist halt Training, ne? Ja, guck mal hier, ein bisschen Loot ist hier doch auf jeden Fall, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Und der nächste Kunde. Jetzt drücke ich. Und er trifft, seht ihr? Und ich laufe dann noch so ein bisschen entgegen. Ausweichen. Ist ja nicht schlimm, dass man mal nicht trifft. Also, wenn ich treffe, also das ist immer ein kleiner Tanz halt, ne? Man geht hin und geht zurück. Und passt auf, dass er euch nicht auf die Füße tritt. Und man berührt sich quasi nur mit dem Schwert, sonst nicht. Oder eurer Nahkampfwaffe halt. Könnt ihr auch mal das Schwert werfen, aber das ist ja auch ein bisschen doof dann. Wenn der dann nicht instant down ist, ey. Na, schwierig dann, ne? Jo. Weil ich keine zweite Waffe jetzt habe. Ja, sonst kommen die installieren und neu runterladen, vielleicht hilft das. Genau, auf Fehler überprüfen geht auch unter Einstellung. Das geht auch. Da 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 da. Guck mal, ich habe auch Zombies platt gemacht, kriege keine Punkte dafür. Weil ich halt eben in Nahkampf geskillt habe, ne? Ich kann gut Nahkampf machen. Also, der ist so hoch, der Skill, dass man deswegen keine Ruhmpunkte mehr kriegt, ne? Kack, den loot ich wieder ab. Ja, ich glaube, ich muss ihn nochmal einen Tick wieder höher drehen, oder? Ein bisschen vielleicht nochmal ein bisschen minimär, ein bisschen erhöhen, so vielleicht nochmal ein bisschen minimal, so. Muss ich gucken. Das ist ein Verhältnis, muss halt stimmen. Viele Gegner, auch ein bisschen besserer Loot, ne? Wenig Gegner, kein Loot, so sehe ich das halt. So, jetzt gucken wir in den Bunker rein. Kaffee trinken zum Wachwerden hier. Wir haben es jetzt bei mir, 15 Uhr. Alle in Weihnachtsstimmung hier, oder was? 25 Spieler online. Juhu! Immer ran damit! Papa, 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 Papa. Brauche ich das überhaupt? Erstmal mitnehmen oder was? Komm zu meinem Messer, komm zu meinem Messer. Ich muss da ganz entspannt bleiben. Oh, da bin ich zurückgegangen, seht ihr? Ausweichen. Ach. Aha.
Schrecken muss man auch aufpassen. Manchmal haut er dann daneben, wenn man so ein bisschen auf die Schräge ist und so. Ne? Muss man auch mal sehen. Aber auch, glaube ich, waffenabhängig halt, ne? Hallo. Mehr Zombies bitte. Ich habe es zu leicht. Wie geht's mein Tipp überhaupt? Komm ran, Junge, komm ran! Wieder entspannt, wir sind ja cool, ne? Mal wieder V drücken, aus dem Angriffsmodus raus. Und in den Sammelmodus übergehen. Und einen Punkt gekriegt, jö. Schlösser knacken ohne Handschuhe. Zeige ich euch jetzt. Das ist nochmal ein Dingsgedöns. Hier, guck mal, hier kommt ja gerade alles passend, ne? Hier der weiße Gülleanzug. Brauche ich gar nicht, ne, oder? Jetzt müsste es leichter gehen. Seht ihr? Leicht. 11 Sekunden haben wir da oben, steht's. Und dieses Billigding hier, das geht auch irgendwie gar nicht so richtig kaputt mehr, ne? Seht ihr das? Und jetzt ziehen wir die Handschuhe an, Leute. Achtung, passt mal auf, den Unterschied. Das sind jetzt die mit den Fingerhandschuhen hier. Da gucken die Finger vorne raus. 11 Sekunden haben wir genauso. Na gut, das war ein Zufall. Ich bin halt Experte, Mensch. Gib mir da mal Loot jetzt hier. Ärgern sich wieder viele Leute. Alle hätten es mitgenommen, außer ich. Ja, ihr müllt euch ja auch teilweise immer voll, Alter. Ihr nehmt ja alles mit, was ich da so manchmal bei den Spielern so sehe, ne? Ihr nehmt alles mit. Und zu Hause dann alles zusammen in eine Kiste rein. Schutzfall. Chaoskisten dann, ne? Ja, aber letztendlich, die haben dann halt eine fette Reserve zu Hause schon, ne? Wenn man immer alles mitnimmt, jedes Teil, Alter. Ganz kleptoman sind das hier, ne? Kann man machen. Aber ich nehme immer nur ausgewählt, wirklich wenig mit, das, was ich immer brauche. Der Rest jetzt interessiert mich eigentlich immer nicht so. Ich habe ja auch noch kein fettes Lager. Ich baue das ja auf. Im Stream habe ich angefangen, mein Haus zu bauen. Wollte ich euch eigentlich in dieser Folge auch nochmal so zeigen, aber schaffen wir gar nicht mehr, ne? Nächstes Mal. Hier können nochmal ein paar Schlösser drin sein. Ich brauche ja, ich will mir ein goldenes Schloss machen. Und die tausche ich mal aus. 14 da. So, zap, zap. Zibli, zap, zup, zip. Schlösser, Mensch. Neue Haarklammern brauche ich auch wieder. Läuft. Kann man schon mal vorbereiten. Da kommt man eh nicht drum rum, Leute. Das muss man ab und zu mal machen, ne? Ja, ich stehe gerade am Tisch. Ihr seht, dass ich wackel und tanze ein bisschen hinterher. Meine, hin und her meine Geräte mal ein bisschen hier lockern, ne? Guck mal da. Das Ding wollte ich da haben. Junge! Kaffee im falschen Hals gelaufen hier. 200 Punkte, Jürgen. Oh, der Loot ist echt extrem, ne? Extrem nicht vorhanden. Hier muss ein Spieler gewesen sein. Ja, kann man vielleicht nochmal einen Tick höher drehen, oder? Was haltet ihr davon? Denk mal schon noch. Wie geht's mir? Oh, sehr gut. Schön. Killibox, da wollen wir gar nicht hin. Habe ich mich selber getroffen, verdammt. Kaffee geht immer, sage ich mir. Control Room. Amore. Aber wir haben Handschuhe an, Leute. Das Knacken ist jetzt schwerer geworden. Okay, das ist gut.
Seht ihr? Abgebrochen. Das wäre jetzt nicht passiert. Ohne Handschuhe. Abgebrochen. Also man merkt deutlich den Unterschied, ne? So, und jetzt mache ich die Handschuhe wieder aus, bin ich nicht blöde. Okay, und jetzt darf ich mir die scheiß Dinger wieder machen. Blöde Arbeit. Aber kannst mal sehen, wie schnell die durchgeballert hast, ne? Und wenn ihr andere Handschuhe anhabt, ich habe jetzt die mit offenen Fingerdinger da, dann reagieren die auch wieder anders. Also es kann sein, dass es bei euch gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Ne? Je nachdem, was ihr für Handschuhe habt. Dafür schützen die aber auch wiederum für Stromschläge. Also, ja. Aber wenn ihr hier seid, hier gibt es keine Stromschläge. Also wenn ihr so in Bunkern seid, dann immer Handschuhe aus. Das kann man sich ja nicht leicht merken. So, also, jetzt geht's wieder leichter. Guck mal. Seht ihr? Der bricht irgendwie weniger ab oder gar nicht mehr. Keine Ahnung. Bis jetzt ist er noch nicht einmal abgebrochen hier, ne? Und seht ihr? Kein Problem. Finden tun wir trotzdem nichts. Guck mal, wie viel Versuche ich machen kann, Alter. Seht ihr das? Mit Handschuhen wäre das Ding schon viermal durchgebrochen. Ja, läuft bei mir, aber ich kriege ja wieder nichts. Spiel wieder, kackt mich hier ab. Aber hier sind auch keine Zombies. Also es ist wenig Zombies, wenig Loot, hatte ich ja von Anfang an gesagt. Ne? Wenn ich das hingekriegt habe, dass hier ganz viele Zombies sind, dann gibt es auch dementsprechend mehr Loot. Ne? Das ist halt dieses Optimieren, was ich gerade im Hintergrund mache. Da braucht ihr aber keine Angst haben, das läuft. Deswegen spiele ich auch selber auch als Spieler hier, damit ich das halt so selber sehe. Ne? Ob irgendwas gut oder schlecht ist. Aber ansonsten könnt ihr mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, liebe Freunde. Was euch denn so bedrückt. Wir können mal mein Schwert wieder reparieren, ne? Ja, 50%, sehr gut. Du Putzlappen. Ja, und wer denn hier auf Zombies noch schießt und seine Munition dafür wegballert, ne, der hat ja selber Schuld im Endeffekt. Ne, würde ich nie machen. Das bisschen Zombies hier, ist ja lächerlich. Das kann man mal eben kurz hier kommen zu meinen Händen. Ne, das ist ja gar kein Problem, oder was? So, hier gibt es noch einen Braten, oder was? Ich freue mich schon drauf, wenn das Kochsystem funktioniert. Dass dann wirklich manche Leute halt, die kochen können, so Essen machen, wo du ganz lange satt bist und guck, so vitaminreich und alles mögliche halt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man da nicht ständig fressen muss und so, ne? Raten Sie mir mal einen Schnitzel. Ja, was krieg ich dafür? SVD. Jo. Geborgen. Schaffen wir jetzt 200 Punkte nach? Ja, hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ich glaube, das Schlossknacken hat Punkte gekostet gerade, ne? Ja, natürlich. Sesam, öffne dich. Schrotflintes Gammel. Will ich nicht haben. Ja, also bis jetzt Trauerspiel. Wir kriegen eigentlich gar nichts. Hol der Rotz, komm her! Lass dich knuddeln. Da bist du doch. Na. Ütsch. Können wir gleich mal wieder austauschen. Guck mal, 12, 20 wieder hin. Tja. 3, 4, 5. Ich glaube, ich kann mir jetzt ein goldenes machen, Leute. Den Rest habe ich bei mir im Auto liegen. Ist das nicht nice? So, entspannen. Wir sind ja professionell, ne? Brauchen hier nicht ängstlich durch die Gegend wandern. In Angriffsstellung. Mein Masterschwert beschützt mich. Also ein Katana wäre schon nice jetzt, ne? Das wär's nochmal, wa? Ja, gut, drop. Oh ja, 2000, das nehme ich mit. Das ist immer gut, Freunde.
Sondern in der nächsten Folge will ich, glaube ich, mal mein Haus ein bisschen weiter bauen. Mal gucken. Ist das Thunfisch oder? Ja, dann nehme ich mit. Ich dachte eben, das wäre Katzenfutter. Ich esse ja auch keine Zombies oder so. Das kann man machen, aber ich nicht. Ich habe da Anstand. Auch wenn ich ein Bandit bin. Anstand verpflichtet. Oder wie hieß das so schön? Sind wir durch? Ne, hinten war noch einer, ne? Da durch und dann, glaube ich, links. Ja, das kann man vielleicht mal mitnehmen, falls ich mal eine Knifte finde, wo es ranpasst. Bevor ich hier mit leeren Händen rauskomme, Leute. Ist wirklich so, ne? Ja, also nach meinem Einsatz jetzt hier werde ich das nochmal wieder ein bisschen erhöhen. Ich habe das ja letztes Mal schon ein bisschen angepasst, ein bisschen erhöht wieder alles. Und ja, ich würde sagen, hier locken wir aus, Freunde. Ich setze den Loot gleich nochmal ein bisschen hoch, minimal aber nur. Ich will das echt nicht übertreiben, Leute. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder. Bis dann.